In der ARD-Mediathek gibt es einen neuen Krimi, den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Er heißt Steirer Stern. Und das Besondere ist, es geht um Volksmusik. Und ich freue mich, eine tolle Schauspielerin hier zu haben, die die Episodenhauptrolle hat. Emily Cox, wie geht's dir und wo bist du? Vielen Dank, danke für die Einladung. Wie geht's mir? Ich bin müde. Ich finde, man sagt ja meistens immer einfach nur gut, aber ich bin müde, aber es geht mir trotzdem gut. Ich habe am Dienstag angefangen, einen neuen Film zu drehen. Das ist immer sehr aufregend und auch sehr, sehr anstrengend. Man schläft sehr wenig und arbeitet sehr viel. Ich bin in Potsdam und genau, ich freue mich jetzt hier zu sein bei dir. Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gehst du ran an so ein Drehbuch? Lernst du das im Ganzen oder guckst du so, welche Szenen am nächsten Tag dran sind? Weil das klappt ja eher selten, ne? Das ist eine interessante Frage, die ich noch nicht ganz für mich beantwortet habe. Also ich mache das immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, also das Textlernen ist ja sowieso so der kleinste Teil von der Vorbereitung eigentlich. Der größte Teil ist so zu versuchen zu verstehen, was die Figur wirklich, wirklich in der Tiefe will, was ihre Hindernisse sind, was sie überwinden muss, um zu bekommen, was sie will. Dann versuche ich irgendwie Vergleiche zu finden aus meinem Leben. Und dann ganz spät lerne ich den Text und den lerne ich eigentlich schon davor an und dann tatsächlich immer am Wochenende für die kommende Woche so richtig, dass ich ihn, dass er ganz, so ganz sitzt. Das klingt nach einer sehr guten Taktik. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es schon sehr unterschiedlich gemacht und ich finde Textlernen auch tatsächlich wahnsinnig langweilig. Und meine Mutter, die aber Pianistin ist, hat mir da einen ziemlich coolen Tipp gegeben. Die hat mir erklärt, wie das Musiker machen, wenn sie üben. Und zwar machen die das dann immer in so unterschiedlichen Rhythmen. Oder nicht alle, aber sie macht das so, dass sie zum Beispiel eine Stelle ganz, ganz langsam spielt, dann super, super schnell, dann Staccato oder in so unterschiedlichen Rhythmen. Und das habe ich jetzt auch angefangen mit Text und das macht dann tatsächlich ein bisschen mehr Spaß. Und das Schöne ist, beim Steirer Stern, da sprichst du ja nicht nur Text, wir hören dich auch singen und nicht irgendeine Musik, herzhafte Volksmusik. Die Rolle heißt Jana Skoff. Ich glaube, du brauchtest nicht viel Überzeugungsarbeit, musst du bei dir nicht geleistet werden. Um die Jana zu spielen? Naja, erstmal, was total cool war, ich kannte den Regisseur, den Wolfgang Murenberger, schon von einem anderen Film und ich mag, also ich... Ja, liebe, also ich liebe ihn wirklich. Ich finde, es ein total toller Mensch, ein super Regisseur. Das heißt eigentlich, glaube ich, würde ich fast nie Nein sagen, wenn er mich fragen würde, ob ich wo mitspiele. Und dann war es natürlich für mich, weil ich eben aus so einer Musikerfamilie komme, aus einer klassischen Musikerfamilie. Meine Mutter hat auch immer irgendwie so, also findet Volksmusik auch eher so, also halt sehr seicht und so. Und das war natürlich schon, also irgendwie einfach lustig, sowas zu spielen. Und ich muss sagen, jetzt auch inzwischen, wo ich mich ein bisschen so mit dieser Welt beschäftigt habe, habe ich echt enormen Respekt vor den Künstlern, weil ich glaube, dass da echt einfach extrem viel Energie dahinter steckt und dass man nicht einfach so erfolgreich wird, auch in dieser Szene. Und dass man da sehr, sehr, sehr viel geben muss und sehr... Also ich respektiere das einfach ganz anders als davor. Ja, es ist wirklich abgefahren. Und abgefahren ist auch die Geschichte, die ihr erzählt. Es geht um die Liebe, denn das fand ich mal ungewöhnlicher. Also es geht um Volksmusik, Liebe und Tod. Eine wundervolle Mischung. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Helene Fischer-Konzept, einfach was mal in diese Richtung geht. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, hat natürlich die Möglichkeit, direkt in die ARD reinzuspringen, in die Mediathek und es dort zu gucken. Aber bevor ihr geht, lassen wir uns kurz von Emily erzählen, worum geht es bei Steirer Stern. Also Steirer Stern ist ein Krimi. Es geht um mehrere Figuren, unter anderem meine Figur, die Jana. Die ist Volksmusikerin und ist in so eine Familie hineingeboren worden. Also sie ist quasi zuständig dafür, das Geld zu verdienen für alle. Und alle in ihrer Familie stehen hinter ihr. Sie ist zusammen mit einem Mann, der spielt auch in dieser Volksmusikband, weiß ich nicht, ob man das sagt. Und dann merkt sie aber, dass sie eigentlich nicht wirklich glücklich ist mit diesem Leben und sie verliebt sich in eine junge Frau, die Indie-Musikerin ist und überlegt auch oder möchte eigentlich aus allem aussteigen, aus dieser Volksmusikwelt. Und ganz am Anfang des Films stirbt aber diese Indie-Musikerin. Und wer sie umgebracht hat, das ist Thema des Films. Genau, das verrate ich euch jetzt. Nein. Das wäre wirklich typisch für mich. Ich musste mich gerade total konzentrieren, was ich sagen darf und was nicht. Was ich schön fand, gerade bei dieser wirklich leider viel zu kurzen Liebesgeschichte, aber sie wird immer wieder in Rückblicken ganz zärtlich und wundervoll erzählt, ist genau das. Die Sinnlichkeit dieser beiden Frauen, man merkt wirklich diese innige Liebe, weil in dem Film haben sie nur 3 Wochen gehabt. Um irgendwie miteinander
schöne Zeit zu verbringen. Und das ist aber auch, wenn man die beiden sieht oder eben dein Spiel mit Anna zusammen, Anna Friedberg, das ist so schön, euch beide da einfach zu sehen, wie ihr in dieser kleinen Holzhütte in eurer eigenen Welt seid. Und deswegen umso dramatischer natürlich, dass genau diese Hütte dann der Ort ist, an dem ja, deine Figur nicht hin kann, um die Leiche zu entdecken, weil der Sarg ist schon da. Das ist, die Ereignisse überschlagen sich sehr dramatisch. Und ich hatte den Eindruck, also du musstest ja wirklich von im Dirndl total durchdrehen, beste Laune, bis zum tiefsten emotionalen Punkt gehen. Oder war es gar nicht so dramatisch, wie ich es empfunden habe? Doch, also es war schon dramatisch. Ich meine, einfach die Situation, dass die Person, die man liebt, stirbt, ist ja schon dramatisch genug. Und wenn dann die Person, die man liebt, umgebracht worden ist, das ist was, was, glaube ich, niemand erleben möchte. Und das ist per se einfach sehr dramatisch, klar. Also ich versuche immer, egal in welchem Film, meine Figur irgendwie ernst zu nehmen, also auch sogar auch in Komödien. und versuche, also ihr Schicksal wirklich, wirklich zu verstehen von innen und nachzuvollziehen und möglichst glaubwürdig darzustellen quasi. Und das war hier auch so. Und deswegen, klar, war es schon dramatisch. Aber wir hatten während, also der ganze Dreh, die ganze Drehzeit war total schön. Also wir haben da in so einem kleinen Hotel gewohnt, in der Steiermark, so gleich neben so einem Wald. Da war auch so ein Tischtennistisch, da haben wir jeden Abend Tischtennis gespielt, alle zusammen. Also die Drehzeit an sich war überhaupt nicht dramatisch, die war wirklich wunderschön. Und in was für einem Hotel warst du bei den Dreharbeiten von The Last Kingdom im Vergleich zu dem? ja, das Hotel von The Last Kingdom war schon ziemlich luxuriös. Das, also ich weiß auch, als ich da angekommen bin, ganz am Anfang vor der ersten Staffel, also ich war davor noch nie in so einem Hotel, es war irgendwie alles Gold. Ich fand das alles so ein bisschen übertrieben. Das war die Art von Hotel, wo sie einen nicht reinlassen, wenn man nicht auf eine gewisse Art und Weise aussieht. Und das wissen wir aus eigener Hand, weil Alex und ich, also Alex spielt Uhtred, wir waren bei so einem Reittraining davor. Und also für die Serie und sahen natürlich auch ziemlich verdreckt aus. Ich bin dann normal aufs Zimmer gegangen, habe dann aber einen Anruf bekommen, weil sie Alex nicht reinlassen wollten in sein Zimmer, weil er hatte seine Karte vergessen und ist deswegen zur Rezeption gegangen. Aber er sah eben so verdreckt aus, dass sie ihm nicht geglaubt haben, dass er ist. Und er hatte keinen Ausweis dabei und so, weil wir einfach beim Reiten waren. Und dann haben sie mich angerufen und ich musste bezeugen, dass er ist. Ich hoffe, das hast du dir gut bezahlt. Ich habe einfach gesagt, nee, kenne ich nicht, wer soll das sein? The Last Kingdom, der ein oder andere von euch und die ein oder andere wird es kennen. Netflix-Serie, sehr erfolgreich in der BBC. Unfassbar, was ihr bei der Internet Movie Database für Ratings teilweise habt. Die Serie ist vorbei, aber im nächsten Jahr heißt es Seven Kings Must Die. Was ist das? Das ist ein Film. Also die Macher haben gesehen, dass sie gewisse Teile der Geschichte noch nicht zu Ende erzählt hatten in der Serie und haben sich dann entschieden, noch einen Film zu machen. Und der kommt nächstes Jahr irgendwann raus. Da weiß ich aber nicht so viel darüber, wann genau. Ohne jetzt zu viel zu verraten, deine Figur Breeder, ist die da dabei? Also meine Figur Breeder ist ja gestorben in Staffel 5, also in der letzten Staffel. Oh ja, aber du weißt so gut wie ich, so ein kleiner Rückblick hier und da. Weiß ich, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe total schlechtes Erinnerungsvermögen. Dann lass uns einfach mal überraschen. Hast du dich durchgängig selbst synchronisiert oder war das zeitlich nicht möglich? Doch, also ich hatte es im Vertrag, dass ich mich selber synchronisieren kann. Bei Staffel 1 war es tatsächlich so, dass das irgendwo nicht weiter kommuniziert wurde. Also die wussten irgendwie nicht, dass Deutsch meine eigentliche Muttersprache ist und haben das vergessen und da hat mich jemand anderes synchronisiert. Und dann ab Staffel 2 habe ich mich selber synchronisiert. Und das soll ja mit das Schwerste überhaupt sein. Ja, also ich finde, das ist jetzt ein weites Feld, weil ich generell synchronisierte Filme einfach nicht mag. Ich finde es total schade, dass in Deutschland so viel synchronisiert wird. Ich finde es zum Beispiel toll, wie die das in den nordischen Ländern machen, dass sie einfach englische, also Filme im Original zeigen und einfach mit Untertiteln. Das ist, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Leute dort so wahnsinnig gut Englisch sprechen. Ich bin da sehr extrem. Ich gucke mir auch Filme auf Südkoreanisch an. Also zum Beispiel Binjip ist ein südkoreanischer Film, den ich liebe, habe ich auf Südkoreanisch geguckt. Mit Untertiteln natürlich, ich spreche überhaupt kein Südkoreanisch. Und deswegen war es für mich natürlich eine große Herausforderung zu synchronisieren. Mir war es aber sehr wichtig, das selber zu machen, weil ich so das Gefühl hatte, das ist so meine Figur. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor den Menschen, die Synchronsprecher sind und Synchronschauspieler. Ich finde das unglaublich toll, was sie so machen, weil die machen genau das, was von ihnen gefordert wird. Aber für mich ist so die Essenz von Schauspiel da eigentlich nicht möglich, weil die Essenz von Schauspiel ist für mich eine gewisse Form von Ehrlichkeit, eine Verbindung zum Partner, zur Situation, dass man sich nichts vornimmt, sondern einfach so ein bisschen schaut, was passiert
Und im Tonstudio steht man so allein und muss so auf 3, 2, 1 einfach genau diesen Satz sagen, der da so einem angezeigt wird quasi. Ich habe dann auch mitbekommen, dass einige der Synchronsprecher gar nicht wissen, was die Geschichte ist, was für mich auch eine Grundlage ist von Schauspiel. Das heißt, ja, es war eine riesengroße Herausforderung. Ich habe mir dann teilweise so Schauspielkollegen ins Studio mitgenommen und versucht, dass ich es zumindest wirklich zu jemand anderem sagen kann. Aber es war auf jeden Fall sehr schwierig, ja. Aber gut, es ist ja auch nicht dein Hauptprogramm. Das Hauptprogramm ist ja eher, dass du eben vor den Kameras unterwegs bist und glücklicherweise international, aber immer auch eben mal hier. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass beim Steirer Stern schon der ein oder andere sagt, Moment mal, das ist ja schon ein Hit, den die Emily da singt. Ob die nicht doch wirklich vielleicht singen möchte, wärst du abgeneigt so für 1, 2 Songs? Also ganz ehrlich, es hat so viel Spaß gemacht, irgendwie so vor dieser, also obwohl ich ja wusste, dass ich es nur spiele, also vor dieser Menge zu stehen und denen so richtig einzuheizen und dann so ins Mikrofon was zu singen und das dann so in die Menge zu halten und alle singen mit. Ich würde das sofort machen. Ich finde, das macht so unfassbar viel Spaß. Also ich kann irgendwie inzwischen total verstehen, warum man das macht. Also es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, da auf dieser Bühne zu stehen und alle Leute singen mit und auch die Musik. Also auf Englisch würde man sagen, it grows on you. Also ich fand die so nach 5-mal Singen wirklich so richtig cool und die geht halt aus dem Kopf nicht mehr raus. Ohrwürmer des Todes. Was war denn, ich nehme an, das war einer der schönsten Drehmomente. Was war denn vielleicht der schwierigste beim Steirer Stern? Ich habe schwierig gerade gar nichts in Erinnerung. Naja, also rein schauspielerisch schwierig war bestimmt das Auffinden, also die Stelle, die du vorhin auch erwähnt hast, wo meine Liebe quasi tot aufgefunden worden ist. Und ich wusste das davor nicht. Ich hatte so eine Ahnung. Das sind immer so Momente, die einfach sehr herausfordernd sind, aber auf eine gewisse Art auch Spaß machen. Dann danach schlagen wir uns so, ich und so ein anderes Bandmitglied von der Frau, die ich geliebt habe. Das war auch herausfordernd, weil wir einfach quasi aufeinander losgegangen sind und uns einfach wirklich geschlagen haben. Ich glaube, wir hatten beide ziemlich viele blaue Flecken danach. Aber auch das macht auf eine gewisse Art und Weise Spaß. Und diese zwei Situationen haben wir direkt nacheinander gedreht. Das heißt, ich würde sagen, das war der herausforderndste Tag. Und da habe ich auch Tränen in den Augen gehabt, als deine Figur sie entdeckt hat. Wirklich, ja. Oh. Das war ein schöner Moment für uns beide, obwohl du nicht wusstest, dass ich den hatte. Doch, ich habe es gespürt, schon während dem Spielen. Ich habe es nur für dich gespielt. Wenn ihr jetzt also Lust habt, von Emily ein bisschen was zu sehen, dann ab in die ARD-Mediathek. Gönnt euch den Steirer Stern. Es ist wirklich sehenswert. Man kann schmunzeln, aber es gibt auch wirklich krasse Szenen. Und wenn ihr sie in Action sehen wollt, dann geht ihr rüber zu Netflix und gönnt euch The Last Kingdom. Und vielleicht, nur vielleicht, sehen wir Emily ja nächstes Jahr im Film Seven Kings Must Die. Keiner weiß es. Niemand weiß es. Sie hat so ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Wir werden sehen. Ich freue mich, dass sie zu Gast war in der Web-Talkshow. Emily Cox, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und Emily, heute ist der Tag, aber du hast noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt... Warte, ja. Ich quatsch noch kurz. Ich halte noch einen kleinen Abschlussmonolog. Für euch da draußen gilt, bitte gönnt euch die gesamte Welt. Ja, natürlich ist Heimat irgendwie ein schönes Gefühl und so, aber da draußen sind so viele Kontinente, Länder und Menschen, die ihr kennenlernen könnt und auch Tiere, die ihr kennenlernen solltet. Deswegen, auch wenn es zu Hause am schönsten ist, geht raus, guckt euch um. Der Legende nach kann man danach das Zuhause noch viel mehr schätzen. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web Talk Show. Ich bin Nico Gutjahr und jetzt die heutigen Abschlussworte von Emily Cox. Bis dann. So ein krasser Druck. Was ich gerne sagen würde, wenn es tatsächlich alle Menschen hören würden und wenn das irgendwie einen Unterschied machen würde auf der Welt, bitte können einfach alle aufhören, so zu spinnen und sich so zu bekriegen und so zu streiten und so viel Hass zu sehen. Es ist doch viel schöner, wenn alles schön ist und voller Liebe. Das klingt zu bescheuert, aber das denke ich. Bis bald. Tschüss.